Mein Name ist Alexander Meyer, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Göppingen. Dort trete ich jetzt auch an für den Landtag, für den Baden-Württembergischen. Ich habe in Göppingen schon ganz viele Sachen gemacht, auf ganz vielen politischen Ebenen. Ich habe zum Beispiel die Grüne Jugend mitbegründet, bin so zur Grünen Jugend gekommen, war dann auch 2 Jahre im Landesvorstand der Grünen Jugend. Ich war im Ortsvorstand der Grünen, ich war im Kreisvorstand der Grünen. Ich bin im Stadtrat in Göppingen inzwischen seit der letzten Kommunalwahl. Ich bin auf Bundesebene auch in der Rechtsextremismuskommission des Grünen Bundesverbandes, also bin auf ganz vielen Ebenen aktiv und habe mich deshalb jetzt auch dazu entschlossen, jetzt für den Landtag zu kandidieren und nochmal neue Erfahrungen zu sammeln. Ich möchte im Landtag vor allem Innenpolitik machen, ja, progressive, moderne Innenpolitik. Ich möchte Politik für junge Menschen machen, aber nicht nur. Ich möchte auch eine gerechte Politik machen für alle, ja, für alle Generationen, für alle Altersstufen. Das ist mir besonders wichtig. Ich möchte auch mich für Gerechtigkeit einsetzen, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Ich habe selbst eine Ausbildung gemacht. Ich weiß, wie hart das manchmal ist, wenn man genauso viel oder teilweise noch mehr arbeitet als viele Kollegen, aber einfach eine deutlich geringere Wertschätzung bekommt. Das sind Dinge, für die ich mich einsetzen will. Und eben eine moderne Innenpolitik, ein modernes Versammlungsrecht, ein Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, solche Geschichten. Da bin ich ja auch aktiv gewesen immer in dem Bereich. Also ich habe in Göppingen zum Beispiel auch den Verein Kreis Göppingen Nazifrei gegründet, als wir dort Aufmärsche hatten. Bin da auch Vorsitzender. Und das sind Themen, die mir wichtig sind. Junge Menschen gehören meiner Meinung nach in den Landtag, denn sie gehören auch zu den Bürgerinnen und Bürgern von Baden-Württemberg. Ja? Also in den Landtag, der vertritt ja alle Bürgerinnen und Bürger, das heißt junge Menschen, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund. Deswegen möchte ich mich auch nach der Wahl, falls es denn klappt, einsetzen für ein Listenwahlrecht in Baden-Württemberg, das uns ermöglicht, endlich mal ein gerechtes System zu finden und endlich dafür zu sorgen, dass im Landtag alle Bürgerinnen und Bürger angemessen vertreten sind.